Auch am Elphinstone war die See recht unruhig und die Mannschaft musste das Schiff wieder gut am Riff verteuern. Unser Ziel war die Nordseite des Riffs, denn die Strömung drückte recht stark von der Südseite. Nach dem Briefing ging es in die Wand. Wir wollten der Wand so lange folgen, bis uns die entgegenkommende Strömung zum Umkehren zwingen würde. Das Riff zeigte sich in seiner bunten Vielfalt. Haie waren zu Beginn aber nicht zu sehen. Auf dem Rückweg zum Schiff aber, da sollten wir doch noch Besuch eines weißspitzen Riffshais bekommen. An der Strömungsleine zum Schiff hangelnd, wurden wir von diesem recht großen Exemplar beäugelt. Der zweite Tauchgang führte uns auf das Plateau in knapp 40 Meter Tiefe. Die Strömung dort war recht schwach, sodass wir uns dort in Ruhe umsehen konnten. Was für eine regelrechte Fischsuppe. Wir folgten der Wand in Richtung der Strömung und erkannten schnell, dass mit der Strömung nicht zu spaßen ist. Wir kehrten um. Nach dem zweiten Tauchgang verließen wir das Riff und machten uns zur Mangrove Bay auf.